Ja, hallo und herzlich willkommen bei Lernen mit Uwe. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute wollen wir unser Prüfungstraining für den Test Leben in Deutschland fortsetzen. Wir wollen uns die Fragen 251 bis 260 des Fragenkatalogs für den Test Leben in Deutschland miteinander anschauen. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefällt und dass es euch hilft, euch möglichst gut auf den Test vorzubereiten und dass ihr schon heute möglichst viele, vielleicht sogar alle Fragen richtig beantworten könnt. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Dann lasst uns gleich mal mit der Frage 251 starten. Wenn man in Deutschland ein Kind schlägt, geht das niemanden etwas an? Geht das nur die Familie etwas an? Kann man dafür nicht bestraft werden? Kann man dafür bestraft werden? Richtig ist Antwortmöglichkeit D. Kann man dafür bestraft werden? Machen wir weiter mit der Frage 252. In Deutschland darf man zur gleichen Zeit nur mit einem Partner, einer Partnerin verheiratet sein? Kann man mehrere Ehepartner, Ehepartnerinnen gleichzeitig haben? Darf man nicht wieder heiraten, wenn man einmal verheiratet war? Darf eine Frau nicht wieder heiraten, wenn ihr Mann gestorben ist? Richtig ist Antwortmöglichkeit A. Darf man zur gleichen Zeit nur mit einem Partner, einer Partnerin verheiratet? Machen wir weiter mit der Frage 253. Wo müssen Sie sich anmelden, wenn Sie in Deutschland umziehen? Beim Einwohnermeldeamt, beim Standesamt, beim Ordnungsamt, beim Gewerbeamt. Richtig ist Antwortmöglichkeit A, beim Einwohnermeldeamt. Kommen wir zur Frage 254. In Deutschland dürfen sich Ehepaare scheiden lassen. Meistens müssen sie dazu das Trennungsjahr einhalten. Was bedeutet das? Der Scheidungsprozess dauert ein Jahr. Mann und Frau sind ein Jahr verheiratet, dann ist die Scheidung möglich. Das Besuchsrecht für die Kinder gilt ein Jahr. Mann und Frau führen mindestens ein Jahr getrennt ihr eigenes Leben, danach ist die Scheidung möglich. Richtig ist Antwortmöglichkeit D. Mann und Frau führen mindestens ein Jahr getrennt ihr eigenes Leben. Danach ist eine Scheidung möglich. Machen wir weiter mit der Frage 255. Bei Erziehungsproblemen können Eltern in Deutschland Hilfe erhalten vom Ordnungsamt, Schulamt, Jugendamt, Gesundheitsamt. Richtig ist Antwortmöglichkeit C, Jugendamt. Machen wir weiter mit der Frage 256. Ein Ehepaar möchte in Deutschland ein Restaurant eröffnen.
Was braucht es dazu unbedingt? Eine Erlaubnis der Polizei, eine Genehmigung einer Partei, eine Genehmigung des Einwohnermeldeamtes, eine Gaststättenerlaubnis von der zuständigen Behörde. Richtig ist Antwortmöglichkeit D, eine Gaststättenerlaubnis von der zuständigen Behörde. Machen wir weiter mit der Frage 257. Eine erwachsene Frau möchte in Deutschland das Abitur nachholen. Das kann sie an einer Hochschule, einem Abendgymnasium, einer Hauptschule, einer Privatuniversität. Richtig ist Antwortmöglichkeit B, einem Gymnasium. Machen wir weiter mit der Frage 258. Was darf das Jugendamt in Deutschland? Es entscheidet, welche Schule das Kind besucht. Es kann ein Kind, das geschlagen wird oder hungern muss, aus der Familie nehmen. Es bezahlt das Kindergeld an die Eltern. Es kontrolliert, ob das Kind einen Kindergarten besucht. Richtig ist Antwortmöglichkeit B. Es kann ein Kind, das geschlagen wird oder hungern muss, aus der Familie nehmen. Machen wir weiter mit der Frage 259. Das Berufsinformationszentrum BITS bei der Bundesagentur für Arbeit in Deutschland hilft bei der Rentenberechnung, Lehrstellensuche, Steuererklärung, Krankenversicherung. Richtig ist Antwortmöglichkeit B, Lehrstellensuche. Kommen wir zur Frage 260. In Deutschland hat ein Kind in der Schule Recht auf unbegrenzte Freizeit, Wahlfreiheit für alle Fächer, Anspruch auf Schulgeld, Anwesenheitspflicht. Richtig ist Antwortmöglichkeit D, Anwesenheitspflicht. Ja, damit sind wir auch schon am Ende unseres heutigen Teils des Prüfungstrainings für den Test Leben in Deutschland angekommen. Wir haben uns die Fragen 251 bis 260 des Gesamtfragenkatalogs miteinander angeschaut. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat und dass ihr auch schon heute möglichst viele, vielleicht sogar alle Fragen richtig beantworten konntet und dass ihr möglichst gut auf den Test vorbereitet seid. Wenn ja, dann freut mich das sehr und dann hoffe ich, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen, wenn wir uns die Fragen 261 bis 270 miteinander anschauen wollen. Bis dann, ciao!